4,6 Millionen abgelaufene Impfdosen lagern bei minus 25 Grad. Das gab das Gesundheitsministerium auf Anfrage von FDP-Vize Wolfgang Kubicki bekannt. Eine Begründung aus dem Hause Lauterbach, warum diese Massen an Impfstoff nicht schon längst entsorgt werden. Ja, man könne eventuell eine Verlängerung der Haltbarkeit erreichen. Naja, also man könnte natürlich noch diese Dosen jetzt einfach wegtun, wenn sie verbraucht sind, nicht mehr gebraucht werden können. Ich bin der Meinung, dass man sowieso viel zu viel gekauft hat. Und ich bin auch der Meinung, dass man insgesamt bei Corona drastisch übertrieben hat. Wo ist der Politiker, der jetzt einfach sagt, okay Leute, wir haben vor ein, zwei Jahren Fehler gemacht. Ja, das wird doch jeder verstehen, weil keiner das besser machen kann. Aber jetzt muss eine Entscheidung her, denn wenn da 4,6 Millionen ranzige Schweinehälften hängen, ja, und gekühlt werden, dann kommen die auch am nächsten Tag in die Tierkörperverwertungsanstalt. Da muss eine Entscheidung her. Mhm. Ja, und nicht so eine faule Ausrede, ja, wir suchen noch einen Weg, die Schweinehälften, das Ranzige zu entfernen. Nee.